Das Gold auf dem Weg zum All-Time-High. Guten Morgen, hallo Bach. Vor euch liegt der Goldchart, und zwar der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Und in diesem Fall mal von 2008, da war es mal irgendwann bei 700. Und jetzt machen wir das, wo viele, viele Leute drauf achten. Schaffen wir es, dieses Doppeltop rauszunehmen oder nicht? Nochmal, das ist Monatssicht hier. Das Doppeltop bisher liegt bei 2070. Gestern Nachmittag kamen wieder Zahlen aus Amerika und dann ging wieder dieses Ping-Pong los. Zinshoffnung, Zinsangst, Rezession ja, Rezession nein, hin und her. Und das Gold macht 35 Punkte in, was waren das, 25 Minuten. Also das Gold spricht von einer Rezession. Gut, wenn ich diesen Monatschart so sehe, wir sind hier weiter über den Trendfolger positiv. Wir sind nur ganz leicht überkauft über den Oszillator. Das Gold hat Platz. Das Gold hat wirklich die Möglichkeit, hier von 1614 das Ding rauszunehmen bei 2070. Also ich würde da nie dagegen halten, jetzt direkt gleich Putz kaufen. Wer long ist, kann es bleiben und sichert es relativ nah ab, hier so bald auf Monatssicht bei 1950. Wer keine Position hat, sollte erstmal warten, schaffen wir das wirklich das All-Time-High oder nicht. Gehen wir über die 2070 oder nicht. Aber hier, also auf Monatssicht, wenn das jetzt ein, sagen wir mal, Halbstundenchart, Stundenchart wäre, hätte ich keine Bedenken, dass der nicht weiter steigt. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Ich soll sagen, wenn wir diese 2070 hier überbieten, dann hat der hier diese Uncharted Territories. Das kann aufhören bei 2,150, bei 2,2. Der kann aber auch auf 2,400 gehen. Der kann alles machen. Der ist richtig frei. Der guckt dann einfach mal über den Deckelrand hinaus und mal schauen, wie weit er gucken kann. Also von der Monatssicht her finde ich den nach wie vor in Ordnung, den Goldpreis. Völlig in Ordnung. Gehen wir mal auf die Woche. Hole ich mal das Doppeltop rein. Hier ist es. Ja. Nach wie vor diese schwarze Linie. Auch hier von der Technik her in Ordnung. Von der Technik her wird den Oszillator natürlich überkauft, aber das muss es sein. Hier ist das Doppeltop und wir sind am oberen Band. Mit großen Kerzen haben wir das letzte Zwischenhoch überboten und das Ding zieht weiter, schloss gestern auf dem mehr Wochen, mehr Monats hoch. Ja, das letzte war ja hier. Wann war denn das eigentlich? Das war am 7.3.22. Ja, fast genau ein Jahr her. So, und heute den 5. Ja, fast genau ein Jahr her. Wann war denn das? 3.8. Okay. Also von daher auch von der Woche her sieht das absolut in Ordnung aus. Man sieht das letzte Zwischentief. Das wäre also ein Stopp. Das darf es nicht unterbieten. Sollten wir also hier runtergehen und unter der 1800 schließen, muss ich auch von der 1600 ausgehen. Aber das sehe ich nicht. Also ich sehe das nicht. Sieht nach wie vor echt in Ordnung aus. Dieses Hoch, das zieht. Ja. Und da werden einige Shorts jetzt nervös. Da wird immer mal wieder in verschiedenen Zeitungen geschrieben, dass angeblich JP Morgan so eine große Short-Position hat. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nichts. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass hier zwischen 2070 und 2100 eine ganze Menge Shorts liegen. Das kann ich mir vorstellen. Die Stops sind dann da und das kann natürlich dem Goldpreis weiterhelfen. Gucken wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag. Ein bisschen hier reingeholt. Von den Bändern her nichts Besonderes. Handel über der 20-Tage-Linie. Hier ist ein Unterstützungsniveau bei 1933. Dann haben wir sind weit weg von der 200-Tage-Linie. Das passt auch hervorragend rein. Ich käme nie auf die Idee, das heute hier und jetzt zu shorten. Das ist viel zu gefährlich. Weil nochmal, wenn der hier drüber geht und der Chart, ich sage es auch nochmal, ist immer wichtiger als die Technik, dann fliegt die Kuh. Irgendwo noch ein bisschen hier hoch. Von der kurzen Technik über den Trendfolger, es ist, ich würde das nicht positiv nennen. Wir haben also hier eine schöne Entlastungsphase gehabt, so eine Seitwärtsphase, zack. Da sind wir also auch raus. Daraufhin hat sich das MACD deutlich abgebaut. Und wir drehen auf einem neutralen Niveau über den Oszillator nach oben. Also ich muss sagen, mir gefällt es. Ich habe... Eigentlich ist die 2070 Pflicht und danach kommt die Kür. Ich habe euch mal folgende Scheine rausgesucht.
ist relativ früh am Morgen, es haben einige Systeme nicht geklappt, aber ich habe welche gefunden. Das eine hier ist ein Call mit der Basis 1910. Da sind wir ungefähr hier, unterhalb der 20-Tage-Linie. Der muss aber raus, wenn man den jetzt noch kauft, der muss aber raus unter 1933, muss der raus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir nochmal hier auf dieses Ausbruchsniveau kommen, bei 1850. Deswegen habe ich den zweiten auch noch reingenommen. Das ist ein 1840er. Ihr seht den Unterschied im Hebel. 1840er liegen wir also hier am unteren Band. Dieser 1840er, der muss aber auch raus bei 1850. Also ich finde diese in Ordnung. Das ist der gemütlichere. Das ist der ein bisschen aggressivere. Natürlich kann man auch hochgehen und sagen, hier, ich gehe auf ganz knapp unter die 20-Tage-Linie. Zur Basis 1940, kann man machen. In dem Moment, in dem wir über die 2070 gehen, ist das durchaus nochmal interessant, weil ich nach wie vor, ich glaube, hier liegt eine Menge Zeug drin, weil das wurde also nicht wirklich erwartet, dass wir so hoch gehen. Ich fand's Gold eigentlich immer ganz gut, mir gefällt es auch nach wie vor. Ich habe dennoch einen Put reingelegt. Das ist für den Fall, wenn wir hier durchknallen nach oben und machen eine schnelle 2, 3, 4, 5% Range, so in dem Bereich 2200, kann man sich den hier mal auf die Watchlist legen. Noch hat er einen Hebel von 7,1, aber der wird natürlich dementsprechend explodieren, wenn wir hochgehen. Das ist ein 2300er und 3. Ja, der geht jeden Tag, gibt er ein bisschen nach, aber das wäre durchaus eine Möglichkeit, also zumindest sollte man sich sowas in der Art oder auf 2400 da mal auf die Watchlist legen. Für den Fall, dass wir wirklich komplett durchziehen, dann wird er irgendwann ein bisschen durchdrehen, der Goldpreis, und dann darf er auch mal korrigieren. Sollten wir Richtung 2200 gehen, wäre die erste Korrektur dann hier die 2070, back to breakout. Also nach wie vor, es gefällt mir. Eins noch vorab, heute ist Mittwoch, ich mache heute Abend keinen DAX-Film, weil wir haben ja gebrochene Woche. Ich mache den komplett morgen Abend am Donnerstag. Und dann wieder nächsten Mittwoch nach dem langen Wochenende. Ja, dann wünsche ich euch jetzt mal schöne Eiertage. Auf dann. Bye, bye, ciao.